Moin, ihr Couch, und June hat sich wieder gemeldet und wir machen weiter mit dem vierten Teil von der Weg des Berserkers. Mal gucken, was wir dieses Mal lernen. Er hat auf jeden Fall hier irgend etwas bei sich. Was auch immer dieser mürrische Koki ist. Kommt zurück, ihr widerwärtiger, plündernder Koki. Okay, er plündert ihn scheinbar. Wir reden. Wobei, ich habe. Sekunde, ich habe hier noch eine Quest abzugeben. Gut, das wollte ich noch eben machen. So. Jetzt sprechen wir mit Hajun. Diese Höhle ist schon so lange verlassen, dass ein Koki eingezogen ist. Der hat vielleicht eine Laune. Ja, warum bist du auch hier? Ich wollte ihn verscheuchen, als er meine ganzen wertvollen Sachen geklaut hat. Er ist einfach zu schnell und zu schmierig, um ihn zu fangen. Hätte es nicht Sinn gemacht, ihn zu fangen, wenn er schon die Sachen geklaut hat? Immerhin möchte man sie wiederhaben. Warum sollte er ihn verscheuchen, wenn seine Sachen weg sind? Grashüpfer, bitte fangt ihn für mich. Setzt euren Sturmangriff ein, um ihm nachzujagen, wenn er entkommen will. Alles klar. Ja, die Fähigkeit kenne ich, die haben wir. Vergesst nicht, dieser Koki ist wirklich flink. Wendet also Sturmangriff an, um ihn zu erwischen. Und jetzt fangt diesen widerlichen Koki. Alles klar. Jetzt wissen wir, warum der auch hier ist. Ja. Achso, ich soll ihn nicht zwischendurch haben. Nein. F und Z. Yeah. Das war einfach. War das schon alles hier? Dafür hast du mich zu dir gerufen. Hm? Achso, ich soll mit dem Koki reden. Alles klar, machen wir. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Merkt euch das. Ich kann unerwünschte Gäste nicht leiden. Quack. Mein Haus stinkt jetzt fürchterlich. Ja, trotzdem ist es kein Grund, Sachen zu klauen. Seid ihr verrückt? Ich gebe euer Zeug ja wieder. Aber hört auf, mich zu schlagen. Quack. Ich suche mir ein neues Zuhause, das nicht nach Menschen stinkt. Quack. Alles klar. So, dann können wir Hajun seine Sache mal wiedergeben. Hat dieser aufdringliche Koki sein Diebesgut zurückgegeben? Mal ganz ruhig. Hat er, aber immerhin bist du ja auch in seine Wohnung eingedrungen. Oder in seine Höhle. Wohnung ist zu viel gesagt. Danke. Ah ja, das ist meine Medizin. Ich wurde so wütend, als er seine schleimigen Finger danach ausstreckte. Okay, er scheint irgendwie doch schlimmer erwischt zu sein, wenn er Heilmittel braucht. Was? Oh, mir geht es gut. Das ist nur ein Gegengift für Notfälle, falls ich in eine Todeskappe reinrenne oder sowas. Das kann ich jetzt glauben oder es auch sein lassen. Oder er hat irgendwelche Drohungen und pumpt sich damit zu zwischendurch. Naja, genug davon. Es war eigentlich nur eine Ausrede, um euer Training auszuweiten. Ich habe mir absichtlich die Medizin von diesem Koki klauen lassen. Genauso wie du letztes Mal absichtlich dir das Bällchen verschluckt hast. Hm, glaube ich dir. Das wäre alles für heute. Euer Sturmangriff sieht stark aus. Macht weiter so. Bis zum nächsten Mal. Na gut. Das ging schon wieder relativ schnell, muss ich sagen. Wir können noch eben, wenn wir schon dabei sind, eben die Umfrage hier machen. Oh, was gibt's da denn dieses Mal? Ein Juwelkristall? Fragment des dreieckigen Juwels. Okay, was auch immer das ist. Und was haben wir hier? Erhöht die im Kampf erhaltene EP um 100%. Dauer 30 Minuten, kann nicht im Kampf verwendet werden. Okay, wow. Ganz nützlich. Und wir haben hier Heiltränke-Dinger. So, was haben wir denn? Wie zufrieden bist du mit der Auswahl an Gegenständen im Hongmoon Shop? Kann ich das auslassen? Wir machen jetzt mal eher zufrieden. Ich hab da sowieso nichts, nicht vor, was zu kaufen. Ja, wenn eher kosmetisch, wenn überhaupt. Für was anderes würde ich kein Geld ausgeben, weil alles, was man wirklich an Spielervorteil sich kaufen könnte, finde ich dann sowieso unnötig und finde ich bescheuert. Ja, das wusste ich tatsächlich, dass man die meisten Gegenstände auch so erwerben kann. Welches waren jetzt die? Ja, ich habe eh noch nichts gekauft. Ich habe noch keinen Kauf durchgeführt. Habe ich doch schon gesagt, meine Güte. So, da müssen wir nichts zu schreiben. Sehr gut.
So, was haben wir hier jetzt im Inventar? Warum ist hier so viel Neues? Das brauchen wir alles nicht. Ist das hier mittlerweile eigentlich besser? Hat das eigentlich ein Item-Level? Wir haben immer eine Erfordert-Stufe sowieso, aber... Was mir gerade auffällt, ich habe auf dem Ding sind ist irgendwie Blocken drauf. Das ist eigentlich ziemlich scheiße für mich, weil ich habe keinen Blocken. Na, egal. So, ich würde sagen, das war's wieder für diese Folge. Wir haben jetzt also hier unseren Sprungangriff, also hier das Einser-Ding erlernt. Gut, kannten wir auch davor schon. Aber, ja, ich finde es ganz nett gemacht. Das ist ja nochmal so eine Erweiterung des Tutorials, um seine Fähigkeiten kennenzulernen. Und auch wenn man die Fähigkeiten vorher schon hat, bekommt man hier, wenn es einem noch nicht aufgefallen ist, das nochmal erzählt, wie das so funktioniert. Auch gerade das mit der Kombo von wegen 1 anspringen, F nehmen, Z auf den Boden werfen. Das finde ich eigentlich ganz gut gelungen. Und, was ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte, kann ich natürlich mit der Maus jetzt nicht hinhovern. Wenn wir uns rechts dieses Feld vom Sprungangriff angucken, finde ich das ziemlich geil, dass da Distanz steht, der Bereich, wie lange es oder wie lange es braucht, bis es wirkt und die Abklingzeit. Hier haben wir jetzt ja zum Beispiel, Bereich ist das Ziel, hier haben wir diesen ja, Halbkreis vor mir oder hier eben dieses 2x4 Feld vor mir und das finde ich extrem cool gemacht. So, das soll es aber gewesen sein wieder. Wenn es euch gefallen hat und euch das hilft, lasst doch mal ein Like da. Ansonsten sehen wir uns, wenn er das nächste Mal was von uns möchte. Bis dann!